Manuel und Lena auf dem Bahnsteig. Manuel verabschiedet sich von Lena. So, Manuel. Ja, Lena, sagte Lena so. Was ist denn? Du musst jetzt, ne? Sagte Lena so. Ja, tut mir leid. Es war ja Sommer. Ich muss jetzt nach Hause fahren mit dem Zug. Ja, mach das mal. Sie fährt gleich ab. Steig mal ein. Ja. Gib's mir noch einen Kuss, sagte ich zu Lena. Und Lena so. Ja, klar. Und Manuel so. Also dann, Lena. Der Schaffner pfeift. Türen schließen selbsttätig. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Der Zug fährt in wenigen Sekunden ab. Also dann, Lena. Ja. Ich stehe noch halb in der Tür. Auf einmal schließt sich die Tür. Manuel steht da noch drin. Wollte gerade rausspringen. Da geht die Tür zu. Der Schaffner hält den Zug an. Der Zug fährt los natürlich. Und ich habe einen Schwanz in der Tür. Und er rennt, hüpft da hinter dem Zug her. Hab einen Schwanz an der Tür drin. Der Schaffner hält den Zug an. Werde mit Krankenwagen ins Hospital geliefert, also ins Krankenhaus. Und dann sitzt da so eine Oma. Sitzt da eine Oma, ein Mann, Lena und ich. Der sagt, komme ich da so rein? Im Rollstuhl so rein. Sagt die Oma so. Was hat der denn gemacht? Sagt Lena so. Der ist mit dem Schwanz in der Tür hängen geblieben. Sagt die Oma so. Wie mit dem Schwanz in der Tür hängen geblieben? Ja, an der Zugtür. Und da ist der Zug losgefahren. Und die Frau so. Die alte Frau so. Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Dass sowas noch gibt! Und so rein! Dann nimmt die ihre Handtasche. Lass das! Haut ihm in die Tasche über den Schädel. Lass das! Lena, sag doch mal was! Und Lena so. Kann ja mal passieren! Und die Frau so, das kann nicht passieren! Du alter Sexgott auf dem Bahnhof! Und die Frau so, noch einmal so ein Schritt! Ich fick dich im Arsch! Ich fick dich im Arsch! Im Arsch, im Arsch!